Hey ihr Süßen, ich bin's wieder. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin nicht in meiner gewohnten Umgebung. Ich befinde mich gerade in Barcelona. Ich hätte eigentlich schon früher für euch vloggen sollen, aber es ging nicht. Ich habe die ganze Nacht durchgemacht. Ich habe bis 3 Uhr morgens ein Video geschnitten. Dann habe ich bis 4 Uhr etwas geschlafen und mich fertig gemacht. Um 5 Uhr bin ich rausgegangen und ich bin seit... Ja, ich habe durchgemacht. Und deshalb vlogge ich erst in Barcelona für euch. Ich bin gerade in meinem Hotel angekommen. Ich möchte euch einfach mal das Zimmer zeigen. Und ich nehme euch einfach mal ein bisschen mit durch die City und was wir so ein bisschen erleben. Ich bin nämlich mit meiner Cousine hier. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal das Zimmer. Das ist hier unser Reich. Sehr, sehr gemütlich, sehr schön. Und das Beste an unserem Zimmer ist, oh my goodness, das ist unser Balkon. Schaut mal die Aussicht an. Wir sind richtig zentral und wir sind mitten in der City. Richtig schön. Da hinten ist der Hafen und was das hier ist, ist keine Ahnung. Ich muss mich ein bisschen hinlegen, weil wie gesagt, ich bin einfach fix und fertig. Ich habe nicht geschlafen, ne? Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann nochmal gleich. So, meine Lieben, wir sind gerade aus dem Hotel raus. Wir haben uns ausgeruht, etwas frisch gemacht. Und jetzt gehen wir ins Einkaufscenter und gehen etwas shoppen. Genau. Ich bin gespannt, wie man hier shoppen kann. Aber ich denke, hier kann man super shoppen. Den ersten Tag wollten wir hier etwas gechillter angehen. Und morgen wollten wir uns ein paar Sehenswürdigkeiten anschauen. Ja, mal schauen. So, wir sind gerade angekommen. Ich bin pitschnass. Es ist so eklig, das Wetter. Wir haben genau 3 Tage, wo wir hier sind, Regen. Das ist mein Glück. Aber mal schauen. Also, hier sieht es nicht gerade dick aus, ne? Es sieht so ein bisschen... Wir haben hier Rituals. Die Sigual oder wie das heißt. Und Calcedonia, also was wir auch in Deutschland haben. Aber also ich habe schon mehr erwartet hier. So, meine Lieben, wir sitzen gerade in einem Restaurant. Wir waren gerade irgendwie in der falschen Richtung. Wir waren noch in einem Einkaufscenter. Das war der größte Flop, den es gab. Wirklich, da gab es überhaupt nichts. Weil wir möchten ja hier mehr den spanischen Flair kennenlernen. Und dort war einfach nur alles, was es auch in Deutschland gibt. Und es waren einfach so Ketten. Es war schon eine Zeitverschwendung, aber es ist auch nicht schlimm. Wir sitzen gerade in einem Restaurant, das nennt sich La Fonda. Und wir haben uns gedacht, wir essen jetzt erstmal schön, lassen es heute ruhig angehen. Und morgen planen wir den ganzen Tag, wo ich euch dann auch mitnehme. Und mal schauen. Weil ich finde wirklich die spanischen Gassen hier viel, viel interessanter als irgendwelche Einkaufsketten. Wisst ihr, wie ich das meine? So, unser Essen ist auch schon gekommen. Ich habe Lamm genommen, also gebackenen Lamm. Und du hast den Fisch genommen, ne? Ja, Lachs. Ja. Naja, guten Appetit. So, Runde Nummer 2. Wir haben uns Tiramisu bestellt. Meine Cousine wartet schon die ganze Zeit drauf, dass sie das einmal probieren kann. Oh, das ist schön fluffig, ne? Dann, dann, dann. Ne, ich probiere es selber. Vielleicht nehme ich danach nochmal. Mmh, lecker. So, meine Lieben, wir sind gerade fertig mit dem Essen. Jetzt sind wir in so einem Geschenkartikelladen. Wir haben so richtig coole Sachen hier. Ich weiß gerade gar nicht, wie der Laden heißt. Ich überlege mir, solche Putschen zu kaufen. Ich finde die so geil. Die passen auch zu meiner Wohnung, weil meine Wohnung ist silber eingerichtet. Ich überlege mir echt, ob ich die mir holen soll. Die sehen richtig mega aus. Ansonsten haben wir auch noch hier Flamingos. Die sehen auch cool aus. Aber für mich kommen irgendwie nur die grauen in Frage. Oder die? Ich weiß gar nicht, soll ich sie mir kaufen? Die sind auch süß. Aber ich glaube, ich hole mir eher die hier. Okay, wir sind jetzt gerade rausgekommen. Ihr seht selber, das Wetter ist sehr nass, kalt. Es sind auch nicht so viele Leute unterwegs. Aber mich angenehm. Genau, es ist angenehm. Mehr als da, wo wir gerade waren, am Hafen. Da war es wirklich sehr windig. Und
Ich finde es einfach nur so schön, diese... Das ist so typisch spanisch. Diese ja. kleinen Gassen, kleine Läden. Genau. So, meine Lieben, ich bin gerade in meinem Hotelzimmer angekommen mit meiner Cousine. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen chillen, ein bisschen Fernsehen gucken. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen früh wieder. Denn da beginnt ein neuer Tag. Also, gute Nacht. Guten Morgen, meine Lieben, und willkommen zum nächsten Tag. Wir haben die Nacht ganz gut geschlafen, auch wenn es draußen sehr laut war. Wir gehen gleich frühstücken. Hört ihr das? Das ging die ganze Nacht so. Auf jeden Fall haben wir trotzdem wie ein Stein geschlafen. Wir gehen jetzt erstmal was essen, also was frühstücken. Und später gehen wir zu eines der berühmtesten Objekten von Antoni Gaudi. Also es ist ein richtig, richtig schönes Gebäude von ihm, was man sich auf jeden Fall angucken muss. Und dann gehen wir noch zu einer, wie heißt das nochmal? Castro de Bat, irgendwie so. Ist auch eine Kirche und die Menschen gehen da so irgendwie auf den Knien hoch. Das muss man sich auf jeden Fall angucken, weil wir sind ja hier um ein bisschen Stadt, also Sightseeing zu machen. Leute, ich weiß nicht wieso, aber sobald die Kamera an ist, habe ich Wortfindungsprobleme. Aber wir haben heute mega Glück mit dem Wetter. Das Wetter ist heute sehr mild. Gestern war es wirklich sehr nass kalt. Aber heute nicht. Und wie gesagt, wir suchen uns jetzt was, wo man sich hinsetzen kann und mampfen kann. Ich habe voll Hunger. Und mal schauen, was uns noch erwartet. So, wir sind jetzt am Frühstücken. Sieht sehr deftig aus, aber ist Frühstück hier in Spanien. Wir haben uns vorgenommen, dass wir erst zum Schluss shoppen gehen. Für uns ist eher Geschichte erstmal angesagt. Und danach können wir dann Geld ausgeben. Naja. So, meine Lieben, wir sind angekommen. Das, was wir sehen wollten, es sieht so schön aus. Vor allem, es wurde auch noch dekoriert. Aber wir wollen auf jeden Fall noch reingehen. Man fühlt sich hier wie Alice im Wunderland. Richtig schön. Übrigens schneit es hier nicht. Das ist alles Kunstschnee. Voll die gute Idee. Stellt euch mal vor, ihr wohnt in so einem Haus. Und die Fenster sehen aus, als ob sie gerade schmelzen würden. Es fühlt sich wie bei Alice. Gehen wir ins andere Zimmer. Verloren. Wo sie wohl sein mag, in welchem Raum. Aber jetzt können wir gerne shoppen gehen, oder? Jetzt will ich Klamotten kaufen. Nicht, dass wir Zara in Deutschland haben, aber da muss man irgendwie immer rein. Da geht's rein. Wir sind gerade im Zara Home. Die haben so schöne Sachen. Die haben viel in Gold, aber bei mir in der Wohnung ist ja alles Silber eingerichtet. Und ich brauche eigentlich so ein Kissen noch für meine Couch. Das ist aber Gold. Ich brauche sowas in Silber. Die haben so schöne Sachen. Oh my goodness, guckt euch das mal an. Die haben wirklich schön. Vor allem, wie gesagt, ne, bei mir ist alles Silber eingerichtet. Ist das anders? Diesen Kissen nehme ich hundertprozentig mit. Weil ich habe ja diese silbernen Elemente bei mir. Guckt mal, kennt ihr diese Musiker auf der Straße, diese peruanischen? So sehe ich irgendwie heute aus ein bisschen. Aber es ist so schön warm, wenn man so einen Poncho anzieht. Ich wollte euch einfach mal ganz schnell mein Auto zeigen. So auf die Schnelle. Aber okay. Meine Lieben, einmal ein Zwischenstopp. Wir waren gerade fleißig am Shoppen. Genau das, was ich nicht wollte. Ich habe in Läden eingekauft.
die es auch in Deutschland gibt, aber mein Gott, egal. Wir wollten jetzt noch schnell zu Sephora, eigentlich schon seit über einer Stunde, aber wir gehen in einem Laden rein nach dem anderen. Und das hinter mir, was ihr seht, das Riesengebäude, El Corte Inglés, ist ein Einkaufscenter. Da gehen wir morgen hin. Jetzt wollten wir zu Sephora und danach was essen. Genau. Okay, wir haben den Laden endlich gefunden. Schauen wir mal, was wir hier so ergattern können. Ich bin aber leicht überfordert, weil hier die ganzen Marken sind und ich schaue, was ich mir kaufen möchte. Das ist hier ein Paradies. Ich verstehe nicht, warum wir in Deutschland kein Sephora haben. Ich hoffe, es kommt irgendwann. Ah, wir haben hier Too Faced. Ich habe immer mir eine Too Faced Palette gewünscht. Ich glaube, ich gönne mir. Mal schauen, was ich hier finde. Jetzt sitzen wir hier und genießen mal was Süßes, weil ich bin echt gerade richtig fertig und ich brauche irgendwas zu naschen und einen Kaffee. Genau. Weißt du schon, was du kaufen willst? Okay, sie ist gerade beschäftigt. Weißt du schon, was du willst? Ich habe voll Bock auf einen O-Saft. Ich habe den ganzen Tag schönes Wetter gehabt. Und jetzt fahren wir zum Hotel und ruhen uns ein bisschen aus und heute Abend gehen wir wieder essen. Wir haben unseren ganzen Urlaub vergessen. Und wisst ihr was? Wait. Ist egal. Aber ich freue mich so sehr, wenn ich endlich meine Beine. Kannst du bitte meinen Satz beenden? An deine Beine ausruhen kannst. Danke. Hochlegen kannst. Danke. Das ist unser letzter Tag. Wir wollen jetzt zu der Kapelle gehen, zu der Kirche. Wie heißt das nochmal? La Sagrada Familia. La Sagrada Familia. Wir wollen uns das einmal anschauen. Mal gucken, ob wir Zeit haben zum Shoppen oder nicht. Bei Sagrada Familia. Richtig, richtig schön. Es wurde bis heute nicht fertig gebaut. Die haben irgendwann mit Mitte 1800 angefangen mit dem Bau. Aber bis heute sind sie nicht fertig. Laut Plan ist es erst 2026 fertig. Und ich finde das richtig schön. Wir gehen auf jeden Fall noch rein und schauen uns das Ganze von innen an, wenn wir schon hier sind. Meine Lieben, meine Cousine hatte eine richtig geniale Idee. Die Schlange war gerade so heftig lang. Wir werden jetzt unser Ticket einfach online kaufen. Dann müssen wir uns nicht anstellen. Also wenn ihr in Spanien seid, also in Barcelona, und ihr wollt Sagrada Familia besuchen, dann empfehle ich euch, bucht es online, eure Tickets. Weil sonst müsst ihr über eine Stunde an der Schlange stehen. Ja? Genau. Ich will aber unbedingt da rein. Ich muss es mir von innen anschauen. Ja. So, wir sind jetzt drinnen. Sieht so schön aus. Psycho, guck mal da vorne. Richtig schön. So, meine Lieben, wir sitzen gerade im Café und essen Churros und Crepes. Ja, ihr habt ja gesehen, in der Kirche war es richtig schön. Aber jetzt wollen wir uns ein bisschen ausruhen und später geht es dann auch schon zum Flughafen, denn wir verabschieden uns von Spanien. Naja, wir genießen noch ein bisschen und dann sehen wir uns nochmal zum Abschluss. Also, bis gleich. So, meine Lieben, wir sind jetzt auf dem Weg zum Flughafen und sagen langsam Bye-Bye Español. Es war sehr, sehr schön. Aber wir freuen uns jetzt auch noch auf Köln. Und ich würde langsam sagen, das war es auch schon von mir und meinem Vlog. Ich hoffe, dass ihr alle Spaß hattet. Ich danke euch fürs Begleiten. Ich liebe euch. Eure Soraya.